Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer Geschmacksprobe. Ja, wir spielen Airport CEO, also wir sind der Chef eines internationalen Airports und bauen und verwalten diesen. Vielen Dank an dieser Stelle an Apoapsis Studios, die uns freundlicherweise den Key zur Verfügung gestellt haben. Das Spiel hat sehr gute, positive Rezensionen und ja, es ist mal so eine Art Tycoon-Simulation, also wo wir was aufbauen, wie so ein Freizeitpark, aber hier in diesem Fall einen internationalen Flughafen. Und ich muss sagen, ich freue mich schon drauf. Ja, so, wir gucken uns einmal das Menü an. Wir haben hier beginne ein neues Abenteuer wahrscheinlich. Ich finde das schon mal ziemlich cool. Weiter spielen, lade Flughafen, Flughafen löschen. Ich habe jetzt bis jetzt nur, lass sie uns anpassen. Metrisch, ich finde das ganz gut. Metrisch, ich würde aber ganz gerne. Oh, geil, das ist toll. Wir können Euro einstellen, das finde ich alles sehr cool. Wir können sehr, sehr viele Sachen einstellen, was ich alles sehr cool finde. Auto speichern ist an, metrisch. Ja, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Ja, also man, Housing sollte natürlich aus. So, aber ansonsten, man kann alles schön einstellen. Das finde ich schon mal von vornherein sehr gut. So, in diesem Sinne, ich schalte mal meine Kamera aus. Und dann gehen wir, damit mal wieder nichts verdeckt wird. Und ja, dann machen wir das Tutorial, denke ich, ne? So, und wir beginnen ein neues Abenteuer. So, Geschlecht. Den Artstyle finde ich auch nicht schlecht. Wir haben so Segel. Wir haben eher so ein rundliches Gesicht. Die Frisur. Wuschelkopf. So, Haarfarbe. Was haben wir da? Hautfarbe. Ja, Augen. Nase. Mund. Ab in die Partei, ne? So, nee, aber ich gehöre zu den Menschen, ich ziehe immer, also so bei verschiedenen Anlässen, auch arbeitstechnisch, ziehe ich halt auch mal Anzüge an. Und ich trage keine Krawatten mehr. Überhaupt nicht mehr. So, wir sind der Hisho. Hisho. Ja, machen wir es der. Der Hisho. Genau, wir sind der Hisho. Hisho, der. So. Weiter. Wir können auswählen, wo denn unser Flughafen ist, oder? Oh, das ist super. Internationaler Flughafen. Das müsste doch hier, müsste doch jetzt, das ist Frankreich. Hier ist Österreich und die Schweiz. Das ist, müsste doch hier, ah, guck mal, Frankfurt am Main. Nächstgelegener, was ist das? Nächstgelegene Stadt. Hahn, Cologne. Ah, wir machen Cologne. Name des Flughafens. Cologne 2. Strudelbrück. Strudelbrück. Das ist dann DE. SDÖ. SDÖ, Strudelbrück. So. Flughafenlogo. SDÖ. Machen wir so. Das finde ich gut. Flughafenmanagement-Modus einfach. Es ist ziemlich einfach, einen Flughafen zu leiten. Ein CEO zu sein wird deine Rente nicht gefährden. Ja, wir haben großzügig Bargeld und Zwischenfälle sind sehr selten. Das kann man hier einstellen? Ich bin ja immer... Ah. Ah ja, okay. Nee, wir machen kein freies Spiel. Wir machen erstmal, ja, Flughafen Strödelbrück. Ja, ach ja, wird geladen. Spielwelt wird geladen. Ich finde es ziemlich cool. Wir können auf der ganzen Welt einen Airport machen. Flughafen Strödelbrück. Finde ich persönlich ganz, ganz cool. Ja.
So, da war die etwas längere Ladepause auch schon um. So, willkommen auf deinem Flughafengelände. Ist das dein erster Tag hier? Dann sehen wir uns mal zusammen diese kurze Einleitung an. Wie es Tradition hat bei den Geschmacksproben, die ich mache, wir gucken uns immer das Tutorial an. Beginne die Einführung. Na, dies ist das Baufenster, in dem du alle Strukturen und Gegenstände rund um den Flughafen findest. Einige Objekte sind noch nicht verfügbar und müssen im Forschung- und Entwicklungsfenster freigeschaltet werden. Sehr gut. Strudelbröck, der Hishu. Wenigstens ist es richtig geschrieben, ich finde das gut. In der ersten Registerkarte findest du das Dashboard, wo du einen allgemeinen Überblick über den aktuellen Zustand deines Flughafens findest. In der Registerkarte Wirtschaft findest du dein Budget und kannst Verträge annehmen, neue Produkte bestellen oder Kredite aufnehmen. In der Registerkarte Betrieb kannst du Dienste deines Flughafens ein- und ausschalten sowie den Flughafen öffnen und allgemeine Luftfahrt zur Nutzung zulassen. Im Fenster Bau kannst du Auftragnehmer einsetzen, die dir beim Bau deines Flughafens helfen. Wer hat den Berliner Flughafen gebaut? Die nehme ich nicht. So, rechts befindet sich das Flughafenbewertungsfenster. Okay, bewege die Mauszeiger über die Icons, um zu erfahren, was jede Bewertung misst. Okay. Oh, wir haben eine neue E-Mail vom Bürgermeister von Strudelbrück erhalten. Bobs. Willkommen in deinem Flughafen. Der Punkt Hishu at strudelbrück.com. Das finde ich cool. Willkommen in deinem Flughafen. Danke für unser letztes Meeting. Ich hoffe, Sie mögen Ihren neuen Job. Ich weiß es. Willkommen in deinem Flughafen. Ich hoffe, Sie mögen Ihren neuen Job. Ja, gut. Moderne Zeiten erfordern eine moderne Schreibweise. Ich weiß, es ist viel besser, aber hoffentlich kriegen Sie es besser hin als der Letzte, der den stolzen Flughafen unserer Stadt bauen wollte. Vor Ihnen liegt eine Menge Arbeit, also packen Sie es besser an. Leider kann ich Ihnen keine Tipps geben, da ich auch nicht weiß, wie ein Flughafen funktioniert. Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass ich an Ihr Budget halten müssen. Wir verlassen uns darauf, dass Sie für Profite sorgen. Viel Glück und wir sprechen uns in Kürze. Hier ist das Wichtigste, das du wissen musst. Sie, du ist schon schwierig. Drücke Tab, um das Managementfenster zuzugreifen. Hier wirst du alles über das Management finden, wie zum Beispiel Wirtschaft, Belegschaft, neue Produkte kaufen, Betrieb und mehr. Das ist das Kontrollfenster als CEO. Drücke H, um das Tutorialfenster zuzugreifen. Ja, das kann eine große Herausforderung sein, also kann es eine große Hilfe sein. Viel Glück. Jut. Kleiner Flugplatz. Lerne, welche Grundlagen du für ein kleines Flugfeld brauchst und fertige deinen ersten Flug ab. Hallo? Okay. Gut gemacht. Es gibt noch so viel für dich zu tun und zu lernen. Wenn du H oder das Fragezeichen unten links drückst, kannst du das Tutorialfenster erneut öffnen. Okay. Flughafen sind komplexe Megastrukturen. Daher ist es am besten, mit einem kleinen Flugfeld anzufangen, um die Grundlagen des Flughafenbetriebes zu lernen. Du kannst jederzeit die Checkliste aufrufen und überprüfen, ob du die aktuellen Schritte abgeschlossen hast, indem du den Haken neben dem Schließen-Button drückst. Bei Bedarf findest du im Managementfenster ein detailliertes Tutorial. Viel Glück. Flughäfen sind komplexe Megastrukturen. Ja, das habe ich doch. Wusstest du schon. So, Moment, wo muss ich hin? Unterzeichne einen Vertrag mit einem Bauunternehmen. Economy. Das ist Wirtschaft, ne? So, angebotene Verträge. Wir haben hier Brickley. Die haben 3 Sterne und das müssen noch ein schlechterer Betrieb als der hier. Das muss der sein, die den Berliner gebaut haben. So, ich nehme aber hier Brickley. Vertrag zwischen Brickley und Strudelbröck. Ja. Maximale Bauarbeiter 100, Stundenlohn je Bauarbeiter 6,5 Euro. Was? Das ist ja unter Mindestlohn. Nee, hier, ja, wir haben ausreichend, die haben aber nur 2 Sterne und ich weiß nicht wieso. Aber die zahlen ihren Bauarbeitern mehr. Wir als deutsches Unternehmen müssen wir darauf achten, dass unsere Auftragnehmer
auch mindestens den Mindestlohn zahlen. Das ist so. Ne? Das geht so nicht anders. Dieses internationale Bauunternehmen drückt die Preise, das geht so nicht. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. So, deploy 95 Contractors Max, setze Bauarbeiter ein. Wusstest du schon? Bauarbeiter verwenden Baumaterial, um Objekte zu bauen. Das Material wird automatisch bestellt und per LKW an einen Abladeplatz geliefert. So, wir zoomen mal rein. Das ist doch gut. So, wir müssen auf Operations, auf Betrieb, dann auf Bau. Und dann Max bereitstellen. Aha. Kommen die jetzt alle? So. Hallo. Ah. Setze Bauarbeiter ein. Deploy. Ja, habe ich doch gemacht. Okay. Max und dann bereitstellen gedrückt. Ja. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt warten, bis die Bauarbeiter... Ah, da kommen die Bauarbeiter. Uiuiui, 96 Bauarbeiter. Da sind sie. Die kleinen Bauarbeiter. So, wo sind wir? Ach du Schande. Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Fangen wir mit dem Bau des Flughafens an, damit du deinen ersten Flug der allgemeinen Luftfahrt empfangen kannst. Das Bild unten ist ein Beispiel für einen Flughafen, der für die allgemeine Luftfahrt eingesetzt werden kann. Ja. Platziere eine kleine Start- und Landebahn und warte auf das Baumaterial. Ja, dafür müssen wir hier unten auf Flugzeuginfrastruktur. Kleine Landebahn. Und wenn du den Bodenverkehr reibungsloser gestalten willst, dann setze Zufahrt- und Ausfahrtsrichtung für deine Start- und Landebahn. Ich würde sagen, wir machen die Start- und Landebahn hier hin, ne? Wie geht denn das? Wähle Objektvariante. Ah. Mit Gras? Nee. Können wir das drehen irgendwie? Nee. Hallo. Die ist teurer, aber die ist auch besser, ne? So, kosten 150.000. Moment, wie teuer ist die andere? Ach komm. Dafür ist es Asphalt. So. Dann müssen wir was machen? Rollfeldpfad, ne? Ah, okay. Okay, dafür müssen die das erstmal bauen. Okay. Das ist ja toll. So, da kommen jetzt die ganzen Pakete rausgeschleudert. So, und die 96 Bauarbeiter von der Bauarbeiterfirma, die bringen jetzt das da hoch. Dann machen wir das jetzt aber ein bisschen schneller, ne? Volle Geschwindigkeit! Oh, wie die Ameisen! Platziere zwei Zu- und Ausfahrten, jeweils eine am Ende der Landebahn. Oh, Zu- und Ausfahrten, Moment. Zu- Ausfahrt zur Start-Landebahn. Eine Ein- und Ausfahrten der Start- und Landebahn ermöglicht es deinem Flugzeug, auf diese zu fahren oder sie zu verlassen.
Ja. Hammer. Muss mit einer Start-Landebahn verbunden sein. Rollfeldpfad. Wenn du den Bodenverkehr reibungsloser gestalten willst, dann setze Zufahrts- und Ausfahrtsrichtungen für deine Start-Landebahn, indem du auf sie klickst. Drücke C. Ja, Moment. So, ich glaube, wir kriegen jetzt wieder was angeliefert, ne? So, sehr gut. Dann benötigen wir das da, dann das da, Rollfeldfundament. Ja. So. Und was ist das? Das ist hier auf Flugzeuge. Platziere mindestens 5 kleine Parkpositionen. 5 kleine Parkpositionen. Nee, Moment, das sind das große Parkpositionen? Für 5 bis zu 7 Servicefahrzeuge? Nee. Parkpositionen. Ah. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, bis das Rollfeldfundament fertig geworden ist. Verbinde dann mittels Rollwegen die Parkpositionen um die Zu- und Ausfahrten der Start- und Landebahn. Was? Ah, okay. Mittels Roll. Ah. Gut, ja, jetzt müssen wir allerdings darauf warten, dass die Herren Kollegen von der Bauabteilung das Ganze fertig bauen. Ja, ich finde das toll, das ist so wie so Ameisen zugucken, so brrr, brrr. Sehr cool. Ich mag das. So, dann haben wir sicherlich jetzt, ja, haben wir, ja, wir, oh ja. Wir hätten das nicht so weit davon wegmachen sollen. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, wir haben jetzt diesen einen, dieses eine Rollfeld. Ich hätte das Rollfeld echt wahnsinnig gerne senkrecht gehabt. Aber irgendwie habe ich nicht gesehen, wie das funktioniert. Naja, wir kriegen das noch. So. Wir müssen wirklich kurz warten. Da müssen wir noch 2 Felderchen bauen. So. Jetzt den Rollfeldpfad. Hä? Wieso ist denn das nicht verbunden? Wieso ist das nicht verbunden? Ich verstehe das nicht. Ah, okay. Platziere einen kleinen Flug.
Verkehrskontrollturm und warte, bis alle Strukturen gebaut sind. Okay. Ein Flugverkehrskontrollturm, den finden wir hier, da. Wähle Objektvariante. Den machen wir hier hin, ne? Ja. Und baut, meine Ameisen, baut, baut. Ich finde das total toll. Wir haben viel zu viele Bauarbeiter, aber... So, jetzt wird es... So, Pause. Jetzt wird es Zeit, deinen ersten Flug anzunehmen. Im Augenblick können wir nur Flüge der allgemeinen Luftfahrt annehmen, da wir noch kein Terminal haben. Dabei handelt es sich um kleine Flugzeuge, die von privaten Piloten geflogen werden. Zuerst müssten wir sicherstellen, dass die Start- und Landebahn, die Parkposition und der Flughafen geöffnet sind. Wenn du damit fertig bist, sorge dafür, dass 5 Flüge der allgemeinen Luftfahrt bei dir landen, um diesen Schritt des Tutorials abzuschließen. Okay, wie mache ich das? Weiter. Dafür gehen wir auf Tab, dann auf Betrieb, dann auf Flughafen öffnen, allgemeine Luftfahrt zugelassen. Mach dich bereit, Flüge der allgemeinen Luftfahrt landen zu lassen. Öffne die Landebahn, indem du mit der linken Maustaste draufklickst, um das Menü zu öffnen. Ah, okay. Start- und Landebahn öffnen. Warte, bis 5 Flüge der allgemeinen Luftfahrt gelandet sind. Tagsüber. Hä? Moment. Hier ist immer noch was nicht verbunden. Ah, jetzt ist verbunden. Also, wir müssen natürlich die Zeit auch laufen lassen, ne? So, ja. Moment. Dann machen wir mal mich gerade kurz wieder mal ein klein wenig an. So. Da haben wir das erste Flugzeug. Ich finde das persönlich ziemlich cool. Also ich mag das. Da kommt das nächste Flugzeug. Ich habe schon Ewigkeiten. Ah, jetzt wird Nacht. Das ist doof. Weil wir müssen ja tagsüber. Ja, ich weiß nicht, bis wann Tagflug ist. Wir waren zu langsam. Ja. Oh gut. Und da kommt das letzte Flugzeug. Moment. Pause. Wenn Tiere die Start- und Landebahn betreten, können sie Schäden an Flugzeugen verursachen und zu Staus auf den Rollwegen führen. Zäune deinen Flughafen ein, um dies zu vermeiden. Ah, sehr gut. Wo finde ich Zäune? Das da. Ich finde das super cool. Also ich mag das. Es hat eine Detailtreue, es hat sehr viel. Ich weiß nicht, ich habe früher, gut, ich muss sagen, das letzte Sims, was ich gespielt habe, das war Sims 2000 und das ist jetzt schon länger her, als das ja es vermuten lässt. Und ich habe es nicht sehr lange gespielt. Aber ich habe sowieso schon sehr lange keine Tycoons mehr gespielt und das hier, ich glaube, es hat wirklich so eine Tiefe, die mich wirklich begeistern kann und auch lange fesseln kann, so als Tycoon-Spiel. So, ich mach mal ganz kurz die Kamera wieder aus. Damit wir immer alles sehen. So, wir müssen den einzäunen. Das gibt es. Oh, es gibt Personalbereich, Toilette und Personalraum. Ah nee, hier, Terminal. Und dann da Zaun.
Zaun. Der Zaun verhindert, dass Bodentiere das Flughafengelände betreten. So, dann machen wir mal hier. So. Wir haben ja sowieso da unten sehr, sehr viel. Wir machen auf jeden Fall so, wie machen wir das jetzt? So, dann machen wir nämlich hier. Den Zaun. So. Und da wir ja hier auch ein Tor benötigen, Zaun, Tor. Und baut, meine fleißigen Ameisen. Das war Overkill. Ich weiß, das war Overkill. Wie weit können wir eigentlich runterzoomen? Ach du Schande. Oh oh. Ups. Ah, sehr gut. Die bauen das aber auch in der Reihenfolge, glaube ich, so. Ah, fleißige Bienenlein. Brr, 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 brr. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten betriebsbereiten Flughafen. Den Piloten der allgemeinen Luftfahrt gefällt dein Flughafen, aber sie machen sich Sorge, weil es keine Betankungsdienste gibt. Beginnen wir damit, die erforderlichen Strukturen für einfache Betankungsdienste zu errichten. Baue Betankungsdienste. Platziere einen Fahrzeugkontrollpunkt, um öffentliche Straßen und Vorfeldstraßen zu verbinden. Wie bitte? Öffentliche Straßen und Vorfeldstraßen. Das bedeutet also. Ja, Moment. So. Das heißt also, ich muss das hier wieder abreißen. Und dann hier auf Infrastruktur, dann auf Fahrzeugkontrolle. Ja, so soll ich das, glaube ich, hinstellen. Aber das funktioniert nicht, weil ah, Moment. Wie machen wir das jetzt? So. Jetzt geht's, ne? Okay. Wir brauchen, wusstest du schon, dein Fahrzeugkontrollpunkt ermöglicht es Fahrzeugen von öffentlichen Straßen auf die Vorfeldstraßen zu gelangen. Du kannst zwei Arten Treibstoff anbieten. AV-Gas, 100 LL, wird von leichten Flugzeugen. Okay. So, was brauchen wir dafür? So. Wir müssen jetzt von hier aus eine Straße bauen. Das ist hiermit das da. Und dann luftseitige Straße, Asphalt.
Moment. Moment. So. So, ich glaube, so wird ein, so können wir eine Straße gut bauen, oder? Nein. So rum. Das bitte nicht. Los, baut. Wie kann ich einen Bauauftrag? Abrisswerkzeug. Bauen Sie jetzt erst die Straße und dann reißen Sie sie wieder ab? Ja, natürlich. Ja, ist das Tutorial. Wir kriegen das hin. So. Platziere eine Fahrzeughalle oder einen Parkplatz für Vorfeldfahrzeuge. Das findet sich dann... Moment. Hier. Dann da. Wie kann man drehen? Damit drehe ich witzigerweise das ganze Gebäude. Wisst ihr was? Wir machen das einfach so. Ja. Platziere ein kleines AV-Gas 100 LL Treibstofflager. Das findet sich hier. Da und dann hier Treibstofflager. Da. Moment. Steuerungseinstellungen. Objekte drehen. R. Ah, okay. Dann kriegen wir das sicherlich auf. Flugzeuginfrastruktur. Jo. Bitte einmal bauen. Danke. Super! Die fleißigen Arbeiterbienchen sind wieder unterwegs. Toll, wir sind fast so weit, dass wir den AV-Gas 100 Betankungsdienst anbieten können. Wir müssen jetzt nur noch einen Tanklaster kaufen und einen Vertrag mit einem Treibstoffanbieter unterzeichnen. Aha! Kaufe einen AV-Vehicles. Also Tab, dann Fahrzeuge. Dann hier der Fjord. Fjord-Tanklaster. Jetzt bestellen. Zeit übrig, 45 Minuten. So. Okay, in Parkpositionenfenster kannst du Flugzeuge abweisen, die deinen Flughafen verlassen sollen. Alle abgeforderten Dienstleistungen werden abgebrochen. Flüge bestellen, Abfertigungsdienstleistungen... Okay, AV-Gas 100 Tanklaster können keinen Jet A1 Treibstoff transportieren. Flüge bestellen Abfertigungsdienstleistungen, sobald sie landen. Bereits geparkte Flugzeuge bestellen keine Betankungsdienste mehr. Okay. Brauchen wir da nicht jetzt auch noch einen... Na? Jetzt müsste ja eigentlich gleich dieser Tanklaster kommen. Ah, da ist er. Du musst einen Vertrag mit einem Treibstoffanbieter unterzeichnen. Wirtschaft. Verträge. Ja, Avifuel. Naturefuel, Zipfuel und Avifuel. Flugzeugtreibstoff für 1,33 € pro Liter.
Okay. 1,58 €, 1,60 €, aber oh. Wir nehmen hier. Akzeptieren. Warte, bis der Treibstoffanbieter dein Treibstofflager gefüllt hat. Jo. Währenddessen landen immer weiter. Uah. Das ist ein bisschen. Ich muss die Scrollgeschwindigkeit, glaube ich, mal runterstellen. Da kommt unser Treibstoffcluster. So. Warte darauf, bis dein Tanklaster beim Treibstofflager aufgefüllt wurde. Sehr schön. Ich muss sagen, ich finde den Detailreichtum echt toll. Also. So, jetzt müssen wir was machen. Operations. Aktiviere den AVGAS 100 Auftankservice. Betrieb. Da. Da. Tanke 5 Flugzeuge auf. Okay. Das machen die ja jetzt gemeinsam alleine, ne? Gehe ich mal davon aus. Ja, währenddessen, also ich muss sagen, ich finde den Detailreichtum, ich glaube, da ist auch noch einiges möglich. Das ist halt jetzt erst der Anfang, ne? Das ist jetzt kleine Flugzeuge und ich mag's jetzt schon. Ich glaube, das ist so eine Sache, die lässt du dann auch nebenbei laufen. Also, vielleicht sollte ich schneller machen, ne? Die lässt du dann nebenbei laufen und so. Ah, das Flugzeug möchte betankt werden. So, muss der denn immer zurückfahren? Sehr schön. Oh, da ist eben ein Vogel durchgeflogen. Oh, bei uns geht aber mächtig Wind gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das an einem Ra im Mikro hört. So, das wäre das fünfte, glaube ich. Oder? Na. Wenn nicht, kommt da jetzt das fünfte. So. Ich finde das cool, der fährt auch immer mal anders. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du die Grundlagen des Flughafenbetriebs gelernt. Du kannst dein Flughafengelände ausbauen und mehr Geld verdienen, indem du Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt abfertigst. Irgendwann könnte es auch interessant für dich werden, Passagierflugzeuge bzw. kommerzielle Flüge abzufertigen. Wenn du bereit bist, klicke auf Weiter. So, ziehe das Terminal. Wir bauen jetzt ein Terminal. Ja, das ist doch schön. Oh, um ein bestimmtes Objekt zu entfernen, halte Steuerung, während das entsprechende Objekt ausgewählt ist. Ah, okay. 25 mal 15. Wir bauen ein Terminal. Okay, das Terminal entsteht. Terminalfundament. Das ist ja, das finde ich echt gut. Das finde ich extrem gut. 25 mal 15. So. Das finde ich extrem gut, dass die das wirklich, dass das nicht nur im Tutorial da angezeigt worden ist. So, baue ein Terminal. Wusstest du schon, wir können jetzt schon die Türen platzieren? Böden. Damit Personen das Terminal betreten können. Türen.
eine große Tür automatisch öffnet. Ich blicke hier gerade nicht so ganz durch. Ich glaube, wir machen... Hier. Machen wir 1, 2. Platziere mindestens eine Bushaltestelle sowie eine Pkw-Haltebucht und stelle sicher, dass beide an einer öffentlichen Straße angeschlossen sind. Ja. Oh, jetzt wird's knackig. So, Moment hier und dann eine Bushaltestelle. Da machen wir die hierhin und eine Pkw, eine was war's? Eine Pkw-Haltebucht. So, und stelle sicher, dass sie an einer öffentlichen Straße angeschlossen ist. So, okay, was kann ich hier denn noch bei dem Terminal? Böden. So, nee. Ich brauche draußen, glaube ich, Wände. Ich bräuchte eigentlich draußen irgendwie so Asphalt oder so. Kann ich das nicht machen? Oh, okay, das muss innerhalb des Terminals sein. Ah, oder mache ich da auch ganz normal Terminalboden? Ich verstehe es noch nicht ganz. Infrastruktur und Transportwege. Welteingangstunnel. Okay. Dann machen wir das so, ne? So, bauen. Öffne das Heatmap-Fenster und sieh dir an, wo Passagiere und Angestellte entlang gehen können. Heatmap. Da. So. Begehbarer Bereich anzeigen. So, sie haben die grundlegenden Passagierwege konfiguriert und das Terminal wird bald voller Leben sein. Vorher sollten wir uns um deine zukünftigen Mitarbeiter kümmern. Echt? Deklariere einen Bereich im Terminal zu einem Personalraum. Okay. So, dann machen wir hier einen Personalraum. Ja. Ah. Die flauschigen Arbeiterbienen. So. Ah, meine Güte. Ich finde das cool. Also es macht mir, ich finde das Tutorial gut. Manchmal muss ich gerade ein bisschen nachgrübeln, was die damit meinen. Aber
Personalzone. Ja. Muss ich dann jetzt auch Wände drumherum machen? Oder machen sie das automatisch? Ich habe jetzt mal Wände drum gemacht. So, aber die Heatmap, die könnte ich doch jetzt wieder ausschalten, oder? Ja. Ach ja. So, jetzt bauen sie den Gehweg. Das finde ich persönlich sehr gut. Man hätte hier natürlich noch super toll sparen können. Aber bei Strödelbruck, beim Flughafen von Strödelbrück, wollen wir natürlich, ich habe vergessen, wie ich es genannt habe, Strödelbrück, wollen wir natürlich auf keinen Fall irgendwelche Kosten und Mühen scheuen. Es wäre bloß ganz gut, wenn sie das ein bisschen schneller machen. Baut! Baut schneller! So, vor allen Dingen baut hier schneller! Kann man Prioritäten zuweisen? Das fände ich cool. Der Sommer ist da, ist es nicht wahr? Was fehlt euch? Pause. Türen. Klein. So. Jetzt Tür klein. So. So wird ein Schuh draus. Wieso steht hier überall noch der Müll rum? Kann mir mal das einer sagen? Oh, Moment. So, platziere ein paar Bürotische und Sitzmöglichkeiten im Personalraum. Ja, das ist doch sehr schön. Hier, da drauf. Ich sehe nicht, in welche Richtung das zeigt. Ah, okay. Okay. So. So, dann machen wir das so. Und so. So.
So. Das haben wir doch jetzt gemacht, oder? Ausruhen können. Platziere ein paar Bürotische und Sitzmöglichkeiten im Personalraum. Ja, das haben wir doch. Das haben wir doch gemacht. Also, die müssen erst noch gebaut werden. Werden gerade geliefert und da kommen sie. Blum, 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 blum. So, dekoriere dein Terminal, indem du ein paar neue Böden verlegst. Schicke Matte. So, verschönere dein Terminal mit ein paar hübschen Pflanzen. Pflanzen. Ja, wenn das unbedingt sein muss, da Dekorationen. So. Bevor du kommerzielle Flüge und deren Passagiere abfertigen kannst, benötigen wir eine kommerzielle Lizenz. Lass uns Bürobereiche im Personalraum einrichten und damit die Verwaltungsmitarbeiter an F&E-Projekten arbeiten können. So, stelle mindestens 2 Administratoren ein. Wir gehen auf Personal, Bewerber, Boris Ibramivovic, Lars Vanderberg, Madi Hamadi, Hamadani, Melanie Mamedidovi, Santiago Alvarez. Oh ja, was brauchen wir denn? Neue Objekte sowie Systeme freischalten. 2 Administratoren. Ich will mindestens gut. So. Administratoren. Dann nehmen wir die Melanie Mamidovi und den Lars Vanderberg. So. Starte das Projekt Lizenz. Dafür gehen wir auf Betrieb, dann F&E-Projekte. Kommerzielle Lizenz. Projekt starten. Vollende das Projekt Lizenz für kommerzielle Flugbetriebe, indem du deine Verwaltungsangestellten dem Projekt zuweist. Typ, typ. Ja. Ah, das ist toll. Die ganzen Bauarbeiter kommen jetzt immer ins Büro marschiert, weil das für die die Aufenthaltsräume aus sind, ne? Aber das haben wir doch jetzt gemacht. Oh, die müssen... Ah, die müssen natürlich erstmal da hinkommen, ne? Ich glaube, wir könnten jetzt natürlich aber so ein paar Bauarbeiter natürlich auch entlassen, ne? Wann kommt denn Personal? Okay. En route to Airport. Ah, okay. Die sind halt noch nicht da, ne? P
Personal. Nee. Betrieb. Bau. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch so viele Bauarbeiter erstmal brauchen. Könnten wir Kosten sparen. 49, dann haben wir... Haben wir immer noch genug. Könnt ihr jetzt mal losfahren? Hallo? Wie lange dauert denn das, bis das Personal ankommt? Gröningen. Eine Dromedadier. Ein Dromel. En route to Airport. Ich verstehe es nicht. Okay. Wann kommt sie denn? Sollte das nicht verbunden sein? Ja, wann kommen denn da endlich mal welche? So, wir planen jetzt mal ganz kurz die Toilette. Und dann brauchen wir noch eine Wand. Eigentlich brauchen wir sogar zwei Wände. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gewährleistet, dass das jetzt Toiletten sind. Ich würde ja grundsätzlich hier noch Türen reinsetzen. In die Toiletten. Ach ja.
Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben, aber irgendwie kommt da keiner. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie... Das sieht für mich eigentlich aus wie gute Toiletten. Hier Herrentoilette mit einem Pissoir. Kann man nicht meckern, oder? Aber wo bleiben denn unsere Projektmitarbeiter? Haben wir was falsch gemacht? Wir haben sie doch auch zugewiesen. Wo bleiben sie nur? Zugewiesenes Terminal, nichts. Wir haben wahrscheinlich den einen Fehler gemacht. Und ich weiß nicht welchen. Naja, aber... Wir haben einen kleinen Flughafen. Ich finde das Tutorial bis jetzt zu diesem Moment fand ich es eigentlich ziemlich gut. F&E-Projekte. Ich weiß nicht, was voraussichtliche Ankunftszeit 3 Stunden. Das Personal ist aber nicht da. Die angeheuerten Leute sind einfach nicht da. Es ist ein Graus. Vielleicht müssen wir hier luftige Straße, öffentliche Straße. Einbahnstraße. So. Aber vielleicht wirklich, vielleicht haben wir das. Ermöglicht dem Straßenverkehr das Flughafengelände. Ne, das ist hier dieser Welteingangsstraße. Diese Welteingangsstraße, Fahrzeugkontrolle. Fußweg. Zebrastreifen. Tja. Ja. Ich würde sagen, das war's erstmal fürs Erste. Unsere Leichtflugzeuge, die bauen sich da sicherlich sehr gut. Und ja, also ich hoffe, euch gefällt's. Mir gefällt es als... Ich mag solche Tycoon-Spiele generell. Das ist hier mit sehr vielen Tiddly-Bits verstrickt. Also was man da alles einnehmen kann. Ausgaben, Einnahmen, Fahrzeuge, die man machen kann. Personal... Ich glaube, man kann hier durchaus sehr, sehr lange dran Spaß haben. Es gibt unter anderem auch schon... Es gibt unter anderem jetzt auch schon ein kostenloses DLC mit der... Corvette, wie heißt denn das? Die... Mit Hochgeschwindigkeitsflugzeugen. Es soll wahrscheinlich mehrere Sachen geben. Es gibt, glaube ich, Mod-Support. Zumindest habe ich das gesehen. Den Preis finde ich für eine Simulation auch in Ordnung. Jetzt gerade frisch erschienen in der Version 1.0. Ich finde es schön. Ist halt so ein Aufbauspiel. Und ich finde unseren ganz kleinen Mini-Flughafen jetzt auch nicht
der kann sich schon mal sehen lassen. Für eine Stunde Spielzeit kann der sich sehen lassen. Und ich würde sagen, Daumen hoch für dieses Spiel. Mir gefällt's, da haben sie echt was Schönes gemacht. Die Autosave-Funktion finde ich hervorragend, da ich auch zu den Leuten gehöre, die das gerne mal vergessen. Und dann, wenn dann mal das System abstürzt oder was auch immer, ist so ein Autosave eigentlich immer hervorragend. So, jetzt stauen sich sogar bei uns die Flughafen schon, Flughäfen-Sachen schon. Ja, ich persönlich weiß bloß nicht, da muss ich nachlesen, wo dran das hapert, dass die beiden Kollegen hier, die wir gekauft haben, nicht zu Potte kommen. Hier steht, glaube ich, irgendwo, ist das? Ach, Blümchen. Ich finde halt auch dass den Grad, wie man runterscrollen kann, auch sehr schön. Ja, alles in allem, ich glaube, sehr detailliert das Spiel, sehr kann man sehr viel machen. Und ich glaube, wenn man später dann auch so große Flugzeuge und alles Mögliche hat, dann ist es echt cool. Und wenn ich das so richtig sehe, haben wir da unten gerade Verdienst. Da unten ist rechts in der Ecke grün statt rot. Und rot. Ja, gut, okay. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Hisho. Ciao.